Und hier hilft doch keiner, hier laufen die Ein alle Lager rum. erledigt, eins übrig. Achso, das war ja so eine Mission. Revelio. Ein lästiger Mensch weniger. Defolio! Descendo! Lazio! Arresto Momento! Defendo! Constring! Accio! Lazio! Constringo! Accio! Das war super, das war super. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Ja, aber jetzt. Rebellion. Und jetzt irgendwas. Und danke mit dem, für den Follower, Digi. Aber habe ich jetzt irgendwas erreicht, großartig? Dachte ich, soll ich hier ihren Typ suchen? Wer ja. hier wohl gelebt hat? Bruder. Wer hier wohl wohnt? Der große Gespenst ist diese exotische Schlangenvorrichtung. Ganz rauszugehen. Protego! Protego! Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Warte kurz. Klingt so, als ob du eine alte Version hast. Also als ob du eine alte Generation Konsole hast. Ja, PlayStation, die entweder PlayStation 4 oder die alte Xbox. Ich weiß nicht, wie die Xbox-Zahlen da sind. Ja, Xbox 360, Xbox 1, dann auf immer wieder Xbox 700, also Xbox One oder was, weiß ich nicht. Bei den Xbox kenne ich mich nicht aus, wie da die... Aber wenn du eine neuere Gen hast, dann kannst du es ab dem 10. zocken. Genau. PS4 und alte Xbox kommt erst später raus, ja. Also kommt PS4, kommt später raus, ja. Switch noch später, ja, über Switch reden wir nicht, seit es... Ich habe ein super Meme gefunden, wie du diese erste Teil von der PlayStation 2 siehst und alle sich drauf freuen, dass Hogwarts Legacy rauskommt. Dabei sieht es dann wahrscheinlich so auf der Switch aus. Uff, hat mich schon gefreut. Nee, Niklas, die haben im Vorhinein auf jeden Fall bekannt gegeben. Es wurde ja mehrfach verschoben. Und sie wollten eigentlich auch die älteren Generationen früher rausbringen, aber es funktioniert halt nicht. Weil die Grafik
zu hoch ist für die alten Generationen. Das würden die alten, das halten die alten Konsolen nicht aus. Deswegen müssen sie die Grafik runterschrauben und die Grafik wird nur noch hochgerendert von deiner Konsole. Ja. Sozusagen. So wie sie es früher aber mit Gameplay-Trailer gemacht haben. Kommen wir aus einer Zeit, da sahen die Trailer immer besser aus als die Spiele. Das war ein Problem, weil sie das einfach hochgerendert haben, bis zum geht nicht mehr. Und dann sahen die Spiele scheiße aus, ja. Aber. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Das habe ich aber ihren Bruder trotzdem nicht gefunden. War nicht die Mission, dass ich ihren Bruder finde oder so? Zum Beispiel Watch Dogs. Ja. Es gab ganz viele Spiele, die so aussahen. Lila Kröten. Ja, die Frage ist, ob sich das überhaupt lohnt, das zu machen jetzt mit den Kröten. Ich glaube, ich muss wirklich Aufträge machen. Hüter des Bruders. Hier ist es doch. Finde heraus, was man... mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Zweifellos schon lange verlassen. Reveille. Knacken. Hallo Homura. Wir müssen unbedingt zurück. Darf ich nicht vergessen. Wir haben jetzt genug Danny Geist, dass wir Stufe 2 knacken können. Achso. Ich habe mich da schon drauf gefreut, ja, glaube ich dir. Das Aber sollte ich untersuchen. Kannst mir gerne zugucken, ich mache keine Hauptquest. Nur Story-Mission. Rebellion. Ich mach keine Sorgen, was soll ich machen? Nebenquest. Das war's, ja. Dann gibt's hier nicht. Da. Bisschen enttäuscht. Hier los. Komm, trinken. Nein! Das Wolkpullover. Vielleicht will Madame Baumann gar nicht wissen, dass sie wirklich zu bestoßen ist. Klasse! Das wäre natürlich traurig jetzt.
Aber anscheinend. Tagebucheintrag 2 von 2. Was habe ich gerade bezeugt? Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben einen Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen, aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um sie zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Bardolf, der Erste. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf offenbar als Nächster dran sei. Naja. Revelio. War er auch im Endeffekt. Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben. Es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt 2 Flüche gemeistert. Aber um mehr zu lernen, müsste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarze Magier nicht zu trauen. Aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hawksfield zu schützen. Bardolf, der Erste. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Also es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Gute Nacht, Jojo. Gute Nacht, Digi. Schlaf schon, ja? Revelio. Jetzt ist alles gut. Ich rette die mal. Was sollen die ja draußen bei den ganzen Infernis, Alter? Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Revelio. Schade, muss ich sagen. Ich ehrlich gesagt nicht mehr richtig. Was fängt man mit den Tieren an? Die Tiere kann ich füttern und ihre Fellhaare kann ich dann benutzen, um sie um meine Ausrüstung zu verstärken. Ja, das heißt, ich fange die. Pflege die. Und loote die. Das kann ich immer wieder machen. Oder? Was ich machen würde? Ich bringe die ins Schlachthaus. So, wir gucken mal, was hier unten ist. Revelio. Das war schon wieder, Leute. Wegen einer schwulen Kiste. Boah, nicht diese Sumpf. Sumpfviecher, Alter. Was ist das hier? Revelio. Aha. Vorbei schon. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt das Rätsel los, was mit ihrem Bruder passiert ist. Ah, Upper Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Brottle? Okay, das haben wir mit ihr, glaube ich, oder? Oh, ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Ah. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Oh, bitte sagen Sie mir, er ist in Sicherheit.
sich leider den Erschwinderinnen angeschlossen. Und er will nicht zurück. Was? Nein! Nein, das kann nicht sein! Er wollte ihren Rat! Das ist alles! Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolph! Aber Hogsfield ist jetzt... Völlig egal, was ich ihr erzählt hätte. Mit ihr muss ich auch noch sprechen. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Brodle. Sirona Ryan. Hier erzählen wir jetzt, dass er tot ist. Oh, die liebe Sirona. Was hat denn für einen Stress in der Familie? Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für ihren Megapower-Trank. Achso, das war ja die. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brodle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Ach so, ja, stimmt. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Danke, Mrs. Brodle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn sie die Horklumpe sammeln könnten. Let's go. Wo ist denn die Höhle? Finde die Höhle. Ja, ist ja die hier, oder? Was? Sollte doch die Höhle sein, oder? Südlich von Upper Hogsfield, das müsste die sein, die Höhle. Hier ist die Höhle.
Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brottle erwähnt hat. Höfliche Bildung. Verstrickt. Potato. Platz hier. Mann, du blöder Hund. Horklumpen, Hollow. Ist vielleicht geil, wenn die hier wirklich wachsen. Ich habe die Horklumpe gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Nicht mehr hoch. Gucken wir noch ein bisschen. Dann gehen wir hier lang. Ist halt geil, wenn ich irgendwann alle gefunden habe, was man finden kann. In diesem Spiel. Wenn ich es durchgespielt habe, gucke ich auch erst nach den Trophäen. Was mir noch fehlt. Ich will ja vorher nicht nach den Trophäen gucken, weil ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich so ist, dass du alle Häuser spielen musst. Oh. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ja, Level 30. Boah, was? Boah, was, Alter? Ich schmeiß aber auch so schnell. Boah, er ist doch fucking Level 30, Digga. Ah, Mann. Trinkung!
Oh Mann, Alter. Oh Gott sei Dank, Alter. Was für ein harter Kampf, Alter. Oh, Level 30, Digga. Oh, war der hart, Digga. Meine ganzen Zaubertränke weggeballert, Digga. Oh, furchtbar, Alter. Umgehen war wohl eher keine Option. Ich glaube, also wenn sie sagen, du kannst es umgehen, dann kannst du bestimmt auch fliehen, ja. Ich denke mal, hier wäre eine Möglichkeit gewesen zu fliehen. Ja. Guck mal, hier hätte ich fliegen können einfach. Aber sagen können, ich kann tschüss, hau ab. Was so? Lumos. Hey, du kannst morgen Merlis Umhang halten beim Stream. Schauen nur zur Info. Ja, weiß ich auch. Vielen, vielen Dank. Weiß ich, Adi. Morgen um 17 Uhr, glaube ich. Muss das gehen. Five, yo, lad mal Party ein, mein Bär. Kann ich gleich mal machen. Rebellion. Ja, muss den Streamer machen morgen. Das hier hätte ich auch fliegen können. Five, schreib mal nochmal deine ID rein, mit der du reinkommen willst. Ich habe jetzt einfach Five Dings mit eingeladen hier. Ja, so ein Troll ist schon heftig. Aber hätte ich Avacadabra? Meine liebe Siwona, als ich hier ankam, befiel mich das Gefühl, dass ich in keinerlei Hinsicht nicht wie andere Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich war nicht sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist. Dafür habe ich nachgedacht, meine Eltern per Eule zu informieren. Warte mal kurz. Um mich abzuholen. Bevor auch noch die erste Schulwoche um war. Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an. Alter, okay. Das müssen Sironas Briefe sein. Rebellion. Ich sollte diese... Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Schon Baba, muss ich sagen. Ah, Flussgras, okay. Aber es ist ja kein Flussgras-Samen. Oh, hier komme ich auch nicht mehr zurück. Hier komme ich gar nicht mehr hoch. Na, Feierzeit. Thank you.
Ich hab da Five eingeladen, Alter. Warum bleibt der denn nicht im Stream drin, Digga, Alter? Hier, Five. U. VXE oder so. Five. Five Fan. Ich will die Party aber nicht voll haben mit Leuten, die. Ja, Five Fan schmeiß ich mal schnell wieder raus, Alter. Ihr wisst, wer das ist, Alter. Hier, 5MVG ist doch drin in der Party. Oh, scheiße, das ist Oscars Party. Das ist Oscars Party. 5MVP, Alter. Mann, Alter. Scheiß Smurfs, alle, Alter. Das geht so auf den Sack, Digga. Ganz ehrlich. Ja, alle heißen, haben irgendwie 340 Accounts, Digga. Bin der Einzige, der eh einen Account hat, Alter. Was normal sein sollte, weißt du, aber man fühlt sich trotzdem komisch, Alter. Alle anderen 3 Milliarden Accounts haben. So. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Jetzt sehen wir Siona ihre Briefe wieder. Die jetzt nicht gelesen habe, Alter. Das ist mir jetzt. Ich lese ja eine Texte vor, aber ich lese jetzt hier keinen halben Roman, Alter. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann ihnen vertrauen. So ein Typ, Alter. Darf ich nach der... Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen. Sagen wir es so. Das hätte ich dir mal doch lesen müssen. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ja. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen.
So. Und die Mission brauchst du, um jetzt gleich Abracadabra zu lernen. Machen wir jetzt mal. Hier schreibt jemand rein. Als erste Chat-Nachricht. Moin! Weiß einer, warum ich keine Hauptquest mehr bekomme? Alles schwierig immer mit so Aussagen. Wie weit bist du im Spiel? Kann es sein, dass du das ganze Spiel schon durchgespielt hast und du deswegen keine Hauptstory mehr kriegst? Wo bist du im Spiel? Kann es sein, dass du irgendwas anderes machen musst? Zum Beispiel eine Nebenquest, wie einen Zauber lernen, damit erst die nächste Storyline freigeschaltet wird?